Sieht man denn auf diesem Table da, sieht man da auch die Imposter ganz normal? Ja, nee, die sind rot markiert. In diesem Durchgang zu O2 quasi. Ja, und der ist frisch, weil Baso und ich haben den an Lifeline beobachtet. Warte mal, wie frisch? Gerade eine Sekunde, vier Sekunden? Ungefähr so, ich würde sagen, vier Sekunden. Moment, kannst du bitte nochmal sagen, wo? Also quasi dieser Flur neben O2, da unten an diesem Flur. Da kamen doch gerade zwei hoch zu uns da, Lu. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich weiß, dass Philipp da war. Ja, ich kam da, Vlesk kam hier, der war, glaube ich, vorher in Kermis oder so. Genau, Vlesk ist durch mich durchgelaufen. Also Vlesk ist nach unten gegangen und Philipp war unten sozusagen. Ja, Baso, kamst du nicht von unten hoch? Ja, das habe ich dann nicht mehr gesehen. Ich war mit Flo an der Lifeline. Ja. Warte. Aber wer war denn dann der andere Matteo, wenn du hinter... Also du kamst ja auch von da, du kamst aber nochmal von rechts, du bist nochmal zurückgekommen, ne? Ich kam nicht von unten, ich war diese Runde noch gar nicht unten. Stimmt, du bist von rechts reingekommen. Ja, richtig. Ja, aber wer ist dir dann entgegengekommen? Also Philipp ist einer, also nicht jetzt von... Ne, aber einer. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, aber ich komm's nicht mehr zusammen, warte mal. Ich war oben im Lab, ich kann's nicht gewesen sein. Simon kam nach dir von rechts, Matteo. Ja, ich hab Dalu gerade gesehen am Download oder was es ist. Also es kann auch sein, dass ich mich jetzt in meiner Erinnerung vertue, dass nicht zwei von unten kamen. Aber ich hatte auf jeden Fall war Philipp unten. Also weil Vlesk durch mich durchgelaufen. Aber Matteo, wo hast du denn Dalu gerade kommen sehen? Ich kam auch von unten, aber Philipp kann mich ja theoretisch damit 100% decken, weil Vlesk als erstes durch mich durchgelaufen ist. Den Philipp, den du gerade verdächtigen wolltest. Ja, aber er kann es nicht. Ich habe nichts gesehen. Also ich war tatsächlich ein bisschen lost. Ich weiß nur, Vlesk mich gecrossed hat. Aber also Dalu war der Erste, der von unten kam und hat sich dann an den Download gestellt. Ja. Aber dann kam ja danach noch jemand hoch und das heißt, oh mein Gott, hat dann Dalu gekillt und Philipp ist rübergelaufen und hat Sabine gefunden? Ja, das wird's gewesen sein. Philipp hat einfach weggeguckt. Nee, Philipp ist dann einfach auch Imposter. Ja, du kannst theoretisch auch den Download gefaked haben und wieder kurz runter und dann den Kill gemacht haben. Nee, das kann ich nicht, weil Matteo reinkam und Unge. Ich bin die ganze Zeit oben gewesen. Hallo. Dalu, Unge, Schlurox, wo war seid ihr gerade? Unten links. Das stimmt. Nee, O2, oder? Ja. Also an den Gast, also an den Flaschen. Wer hat Lab gesagt? Ich. Das heißt, du bist obenrum von Kameras zu Lab gelaufen. Aber genau, richtig. Ich nehme an, dass das Basement liegt, genau. Oder? Baso liegt
an die Lücke testen? Nein, nicht wirklich vom Eingang, sondern oberhalb vom Storage. Aber noch zu Electrical hin. Und deswegen glaube ich, dass es Unge war, weil Unge, Dalo und Schlurox waren beide bei den Kameras. Ich bin dann unten rum über Utu raus, bin dann einmal unten vorbei, bin nach oben gelaufen und lag da die Leiche und Unge muss also von links nach rechts gelaufen sein. Und wenn er die nicht gesehen hat, dann weiß ich es auch nicht, weil die liegt wirklich da. Gutes Framing, also bei mir war keine Leiche und erstmal, jetzt verstehe ich, warum du gefragt hast. Aber würde das Simon dann sagen? Aber er war vorher auch schon im Lab. Ich habe ja vorher nicht gesagt, wo sie liegt, ja. Und dann ist er rüber, oder was? Ja, aber Simon als Imposter wüsste ja, wo die Leiche liegt. Und wenn du dann fragst, wo bist du langgelaufen, würde doch Simon nicht den Weg beschreiben über die Leiche drüber, oder doch? Hä? Ja doch, als Crewmate wird man das machen, um so zu tun. Genau, als Crewmate. Achso, nee, warte mal. Stimmt. Fuck, das ist ja voll kompliziert. Kann auch gelogen sein. Aber es kann auch genauso gut von Andy gelogen sein, der erstmal fragt, wo alle sind, Self-Report gemacht und dann den rauspickt, der am besten passt. Wer ja, aber ja, nachdem ich zwei wirklich katastrophale Imposter-Runden hingelegt habe, was ich hier nochmal, also nee. Ja, also auf jeden Fall kann ich rausnehmen, Chantal und Schlo. Sieht man denn auf dem, auf diesem Table da, sieht man da auch die Imposter ganz normal? Ja, nee, die sind rot markiert. Wo waren denn die beiden Imposter? Nein, ich meine, ob die rot markiert sind, sondern ob man die einfach auf der Map sieht. Andi, ja, die sieht man ganz normal. Also Leichen sieht man auch. Ich glaube dir, dass du das nicht gekillt hast. Aber dann ist vielleicht jemand nach Storage runtergelaufen oder so. Ja, Matteo, wo bist du denn hingelaufen, als du oben links warst? Ich bin dann zu Lifeline gelaufen und hab dann auch gesehen, dass Baso tot ist. Sie war aber schon tot, als ich rangekommen bin. Haben jetzt alle geskippt, ne? Nein. Ja, ja. Ich habe den Andy gefunden und zwar links neben Weapons, also zwischen Weapons und Communications, links daneben. Ist gerade eben noch mal ein Kill geschehen. Philipp, ne? Warte mal. Als ich an Lifeline war, waren Andy, also waren Gelb und Orange tot, Andy und Chantau. Genau, drei und einer, schon mal zwei. Einer wird, glaube ich, oben rechts liegen, weil da ist einer nie rausgegangen. Aber es war immer mal wieder wer drin. Ich habe eine Frage an Sabine. Bist du aus O2 rausgegangen oder bist du immer im Raum, also bist du immer in diesem Gebäude drin geblieben? Ich bin rausgegangen. Okay, sonst hätte ich. Ich bin doch hinter dir hergelaufen. Ja, aber ich war ja gerade bei Lights und du bist später erst dazugekommen. Wer waren denn die beiden O2 wieder? Ich war in Camps und bin dann wieder in Lights rein. Ach, du warst in Camps, okay. Also in O2 standen Unge und Sabine, die habe ich gesehen, weil ich mich vertan habe im Raum. Ich musste da drunter im Raum die Task machen. Und genau deswegen habe ich auch, Sabine gefragt. Warte, Schluss. Deswegen habe ich auch Sabine gefragt, weil ich war mit ihr relativ lange in diesem Baumraum. Wir hatten bei Downloads, dann sind wir hochgegangen, aber da habe ich Sabine nicht mehr gesehen. Ich habe Lights ausgemacht und dann kam Sabine erst später zu Lights, als es schon gefixt war. Aber deswegen habe ich gefragt, ob sie aus diesem Gebäude rausgegangen und? Ist, weil sonst hätte ich sie ausschließen können. Ganz kurz, vor die Runde als... Ja. Ich wollte nur kurz fragen, wo liegt Andi nochmal genau? Sorry. Zwischen Communications und dem Ding links daneben, wo O2 und sowas drin ist. Also okay, pass auf, gib mir 15 Sekunden. Das Maze machst. Nee. Es waren zu dem Zeitpunkt, wo zwei Leute O2 waren, war einer oben rechts und einer Specimen.
Ich und der Specimen wirst du gewesen sein, weil du bist unten wieder rausgekommen. Aber bist du unten reingegangen oder bist du oben reingegangen? Weil es waren zwei Leute oben. Ich bin unten reingegangen und unten wieder rausgekommen, weil ich nicht ins Labor gehen wollte. Okay, zu dem Zeitpunkt waren aber noch zwei Leute oben und es waren nur zwei links. Waren jetzt Unge und Sabine links oder waren Schlorox Unge oder Sabine? Das also weiß ich eben nicht, ob Sabine... Welche ist die Konstellation? Die Sache ist, Schlorox, bist du aus dem Gebäude raus gewesen? Der rausgegangen ist, muss der Killer sein für die linke Seite. Bin ich nicht. Dalo, wo bist du lang gelaufen? Okay, warte mal. Schlorox, sag gerade. Simon ist vor mir rausgelaufen. Simon ist vor mir rausgelaufen. Nein, nicht ihr beiden. Da vorne ist Schlorox. Schlorox, es ist Schlorox. Es ist Schlorox. Es ist Schlorox, Sabine, hör zu. Es ist Schlorox, weil er sagt, er ist nicht rausgelaufen, aber er gleich noch rausgeportet. Admin. Danke. Oh mein Gott, ey. Das sind nur drei Leute vor. Schlorox. Dann ist aber ihr müsst voten. Der würde mich nicht so random voten, wenn der... Das ist nicht random. Richtig. Hä, weil das bei der Imposter ist. Ist safe. Ach, ist er nicht? Nein! Hä, ist kein Imposter? Ich doch! Sabine! Wie konnte das jetzt passieren? Oh, meine Güte. Boah, ey. Oh, Mann, ey. Ich hab's doch gesagt. Und ich bin mit ihm mitgelaufen. Gib mir 15 Sekunden. Simon. Er hat dir dazwischen geschrien, ey, Mann. Das war wenig Zeit, Und dann. Du hast einfach wieder gar nicht gewollt, Sabine, Alter. Zu spät gewollt, es ging so schnell. Ich hatte Chantau im Lab gekillt. Ich sehe so, oh, Kutscher möchte nach oben laufen. Ich schon. Ich wollte nur noch schnell Leiche reporten. Ja, genau, ich bin hochgewendet, habe auf dich gewartet. Komm, guck dir doch die Leiche an. Ja, nehme ich noch eine daneben.